Der Film beginnt in der futuristischen Stadt Hokkaido, Japan, wo sich die KI so weit entwickelt hat, dass Menschen und Roboter nahtlos zusammenleben. Wir lernen Kenka Sugai kennen, einen arbeitslosen Mann, der die meiste Zeit mit Videospielen verbringt. Eines Morgens ist Ken mitten im Spiel, als seine Frau Emmy ihn unterbricht. Sie informiert ihn darüber, dass sich ein seltsamer Roboter in ihrem Garten befindet und bittet ihn, ihn loszuwerden. Ken zeigt jedoch kein Interesse und spielt weiter, was Emmy wütend macht. Sie schimpft mit ihm, weil er keinen Job hat und sich weigert, im Haushalt zu helfen. Frustriert fragt sie ihn nach dem Vorstellungsgespräch, das er am Vortag hatte. Aber Ken weicht der Frage aus und verlässt das Haus. Im Garten findet er den seltsamen Roboter, der unter einem Baum sitzt. Als Ken den Roboter anspricht, erschreckt dieser und fällt um. Nach einer Weile stellt sich der Roboter als Tang vor, kann sich jedoch nicht daran erinnern, woher er kommt und scheint sein Gedächtnis verloren zu haben. Ken nennt ebenfalls seinen Namen, woraufhin Tang beginnt, in gebrochenem Japanisch nachzusprechen, was er sagt. Daraufhin bringt Ken den Roboter zu einem nahegelegenen Schrottplatz, um ihn zu entsorgen. Der Besitzer erklärt, dass er die Teile zerlegen und verkaufen wird, also lässt Ken ihn dort. Als er weggeht, ruft Tang wiederholt seinen Namen, aber Ken ignoriert ihn und geht weiter. Doch der Roboter entkommt sofort dem Schrottplatz und folgt ihm. Später erhält Emmy zu Hause einen Anruf vom Krankenhaus, bei dem Ken sich am Vortag um eine Praktikumsstelle bewerben sollte. Zu ihrem Entsetzen erfährt sie, dass er überhaupt nicht erschienen ist. In diesem Moment kommt Ken nach Hause, gefolgt von Tang. Der Roboter betrachtet neugierig die Fotos im Wohnzimmer und nimmt mehrere Taschentücher vom Tisch. Währenddessen konfrontiert die wütende Emmy Ken damit, warum er nicht zum Vorstellungsgespräch erschienen ist. Ken antwortet lässig, dass er es vergessen habe und beruhigt sie, dass sie sich um das Geld keine Sorgen machen müsse, da sie das Erbe seines Vaters hätten. Das macht Emmy jedoch nur noch frustrierter und sie erklärt, wie müde sie von seinem unreifen Verhalten ist. In ihrem Zorn nimmt sie eine antike Uhr vom Tisch und zerschmettert sie auf dem Boden. Das verletzt Ken zutiefst, da die Uhr ein Geschenk seines verstorbenen Vaters war. Emmy sagt ihm jedoch, dass es Zeit ist, erwachsen zu werden und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Sie wirft ihn aus dem Haus und der treue Roboter folgt ihm. Später sehen wir die beiden an einer Bushaltestelle und Ken macht sich große Sorgen um seine Situation. Während er darüber nachdenkt, was er als nächstes tun soll, bemerkt er, dass eine Art Flüssigkeit aus Tang austritt. Neugierig öffnet Ken die Luke des Roboters und entdeckt die Aufschrift Atobit Systems im Inneren. Es stellt sich heraus, dass dies der Name eines Unternehmens ist, das führend in der Herstellung von Androiden ist. Nach einer Suche auf der Website des Unternehmens erfährt Ken, dass sie alte Roboter gegen neue eintauschen. Er kommt auf die Idee, Tang gegen einen besseren Roboter einzutauschen, der im Haushalt helfen kann. Er glaubt, dass Emmy ihm verzeihen und ihn zurücknehmen wird, wenn er ihr den neuen Roboter schenkt. Daraufhin fliegen die beiden nach Fukuoka, wo sich der Hauptsitz von Atobit Systems befindet. Im Flugzeug wirft ein Kind, das schräg vor Ken sitzt, Süßigkeiten auf ihn. Ken fordert das Kind auf, damit aufzuhören, aber es macht weiter. Verärgert nennt Ken das Kind einen Bengel und Tang wiederholt den Ausdruck immer wieder. Dies führt zu einer unangenehmen Situation und Ken wird wütend auf den Roboter. Er nennt ihn Schrott und droht, ihn wegzuwerfen. Doch seine Worte verschlimmern die Situation nur, da der verärgerte Roboter Dampf aus seinem Kopf ablässt. In der nächsten Szene kommen sie im Büro von Atobit an, wo Ken versucht, Tang gegen ein neues Modell einzutauschen. Die Empfangsdame informiert ihn jedoch, dass der Roboter nicht Teil ihres Systems ist und nur einige Teile von ihrem Unternehmen enthält. Sie entschuldigt sich und erklärt, dass der Austausch nicht möglich ist. Währenddessen gibt ein Mann namens Shinji einigen Kindern eine Führung durch die Einrichtung. Als diese Kinder Tang entdecken, umringen sie ihn und machen ein Foto. Sie scheinen von dem Roboter fasziniert zu sein und Tang zeigt seine mitfühlende Seite, indem er einen Marienkäfer rettet, der fast zertreten worden wäre. Als Shinji dies beobachtet, ist er beeindruckt. Es stellt sich heraus, dass er einer der Chefdesigner bei Atobit ist. Er bittet um Erlaubnis, den Roboter zu untersuchen und Ken stimmt zu. Shinji führt sie in sein Büro und findet eine Glasröhre mit gelber Flüssigkeit im Inneren von Tang. Er bemerkt, dass die Röhre einen kleinen Riss hat, wodurch die Flüssigkeit austritt. Shinji erkennt, dass es sich um Tangs Treibstoff handelt und führt eine erste Reparatur durch, um das Problem vorübergehend zu beheben. Er warnt Ken jedoch, dass der Roboter kaputt geht, wenn die Flüssigkeit ausgeht. Zudem stellt er fest, dass Tang hochintelligent ist und eine Vielzahl von Emotionen zeigt, fast wie ein Mensch. Shinji betont, dass der Roboter etwas Besonderes ist und fordert Ken auf, gut auf ihn aufzupassen. Gleichzeitig bemerken wir, dass jemand über Tangs Kamera auf einem Monitor zuschaut. Anschließend spricht Shinji über seine Freundin Otsuki Rin, die eine Robotikexpertin ist. Er verrät, dass sie in Shenzhen, China, lebt und drängt Ken, sie zu besuchen, da es die einzige Möglichkeit sei, Tang zu reparieren. Ken ist genervt, da er nicht so weit reisen will. Doch als Shinji erklärt, dass es die einzige Möglichkeit ist, den Roboter zu retten, willigt er widerwillig ein.
Einige Stunden später tauchen zwei mysteriöse Männer im Büro von Atobit auf und verlangen von Shinji Informationen über Tangs Aufenthaltsort. Sie wirken gefährlich, sodass der verängstigte Shinji die Informationen preisgibt. In der Zwischenzeit sehen wir, wie Ken und Tang in Shenzhen landen. Am nächsten Tag besuchen sie Otsuki, die sich sehr freut, sie zu sehen. Sie umarmt Tang herzlich und sagt, dass sie sich darauf gefreut habe, den Roboter zu treffen. Während Otsuki und Ken sich unterhalten, bemerkt Tang ein ferngesteuertes Auto in der Ferne und folgt ihm. Es stellt sich jedoch als Falle heraus, da das mysteriöse Duo den Roboter in ihren Van sperrt und davonfährt. Als die Erwachsenen dies bemerken, jagen sie dem Fahrzeug hinterher, können es jedoch nicht einholen. Zum Glück schafft es Otsuki, ihre ID-Karte mit einem GPS-Tracker in den Van zu werfen. Wir bemerken dann, dass jemand die Situation erneut über die Kamera des Roboters überwacht. Am Abend folgen Ken und Otsuki dem GPS-Tracker und gelangen vor ein Lagerhaus. Momente später erhält Ken plötzlich einen Anruf von Emmy. Sie teilt ihm mit, dass sie ihn nicht länger bemuttern kann und gesteht, dass seine Abwesenheit ihr viel besser getan hat. Sie erklärt, dass sie, da es das Haus seiner Eltern ist, stattdessen ausziehen wird. Ken ist von ihrer unerwarteten Haltung überrascht und fühlt sich niedergeschlagen. Er respektiert jedoch ihre Entscheidung und lässt sie ziehen. Nachdem er aufgelegt hat, sehen wir, dass Emmy mit ihrer Entscheidung nicht glücklich ist und in Tränen ausbricht. In der Zwischenzeit öffnet sich plötzlich die Tür des Lagerhauses, also schüttelt Ken seine Emotionen ab und betritt es mit Otsuki. Sie bemerken, dass die beiden Entführer herumlungern und nach oben gehen, um Bier zu holen. Diese Gelegenheit nutzend, schnappen sich Ken und Otsuki schnell Tang und bereiten sich darauf vor, zu fliehen. Doch kurz darauf erscheint ein Mann namens Dr. Kato, der sich als der Boss der Entführer entpuppt. Er hindert sie daran zu gehen und beginnt, Tangs Komponenten zu inspizieren. Er erkennt die Teile sofort und murmelt, dass Professor Baba sie geschaffen haben muss. Kurz darauf kommen Katos zwei Handlanger herunter und fangen Tang ein. Ken behauptet, dass er den schrottigen Roboter sowieso nicht braucht und versucht habe, ihn loszuwerden. Als Tang dies hört, wird er wütend und beginnt, wie schon im Flugzeug, Dampf aus seinem Körper abzulassen. Dies verwirrt die beiden Handlanger und sie lassen den Roboter los. Es stellt sich heraus, dass dies alles Teil von Kens Plan war, um ein Chaos zu verursachen. Und er und Otsuki beginnen schnell, gegen die Entführer zu kämpfen. Schließlich stiehlt Otsuki eine Taserpistole von einem der Handlanger und schlägt ihn bewusstlos. Sie richtet die Pistole auf die verbleibenden zwei und fordert Ken auf, mit dem Roboter zu fliehen. Daraufhin flieht Ken aus dem Lagerhaus mit Tang, bemerkt jedoch, dass der Roboter Flüssigkeit verliert. Kurz darauf erhält er einen Videoanruf von einer unbekannten Nummer. Als er den Anruf annimmt, stellt sich heraus, dass es Professor Baba ist, der Schöpfer von Tang. Baba ist überglücklich, den Roboter zu sehen und nennt ihn James. Er bedankt sich bei Ken dafür, dass er sich um sein Kind gekümmert hat und lädt sie ein, zur Insel Miyakojima zu kommen. Er verrät auch, dass dieser Roboter die Welt verändern könne und verspricht, ihn zu reparieren. In der nächsten Szene kommen Ken und Tang auf der Insel Miyakojima an und setzen sich, um die wunderschöne Landschaft zu bewundern. Während dieser Zeit öffnet sich Ken dem Roboter und erzählt von seiner traumatischen Vergangenheit. Er offenbart, dass er Arzt werden wollte und einst als Mediziner im Praktikum gearbeitet hat. Eines Tages hatte sein Vater jedoch einen schweren Unfall und landete in einem Krankenhauszimmer. Da alle Ärzte nicht da waren, verließen sich die Krankenschwestern auf Ken und fragten, was sie tun sollten. Doch er war so verängstigt, dass er einfach erstarrte und nicht reagieren konnte. Ein Arzt kam schließlich eine Stunde später, aber zu diesem Zeitpunkt war sein Vater bereits verstorben. In der Gegenwart erzählt Ken Tang, dass er seit diesem Tag nicht mehr an sich selbst glauben kann und komplett aufgehört hat zu arbeiten. Er beschreibt sich selbst als Versager und erklärt, dass er seine Frau über die Jahre nur enttäuscht hat. Als Tang dies hört, zeigt er Mitgefühl und macht einen fröhlichen Tanz, um Kens Stimmung zu heben, was diesen erheitert. Kurz darauf kommen die beiden bei Babas Haus an, wo der Professor sie herzlich begrüßt. Er dankt Ken dafür, dass er James nach Hause gebracht hat und verrät, dass der Roboter seit Jahren nach einem Laborunfall vermisst wurde. Baba ersetzt die Röhre in Tangs Luke durch eine neue und erklärt, dass der Inhalt Bioethanol-Treibstoff aus lokalem Zuckerrohr ist. Tang scheint jedoch nicht glücklich zu sein, den Professor zu sehen und versucht, sich hinter Ken zu verstecken. Ken weiß, dass er nicht in der Position ist, den Roboter mitzunehmen und bereitet sich darauf vorzugehen. Tang klammert sich an seine Füße und bittet ihn, ihn mit nach Hause zu nehmen, doch Ken ignoriert ihn schweren Herzens und geht davon. Nachdem er eine Weile gegangen ist, trifft Ken Doktor Kato, der auf dem Weg zum Haus des Professors ist. Er wird besorgt, als er erfährt, dass Ken Tang an Baba übergeben hat. Kato beginnt daraufhin einen Unfall zu schildern, der sich vor 5 Jahren ereignete. Er enthüllt, dass er früher mit Baba am James-Projekt gearbeitet hat, einem militärischen Roboterprogramm. Während einer Schießübung entwickelte einer der Roboter ein Gefühl von Angst, geriet in Panik und massakrierte alle. Es stellte sich heraus, dass der Roboter Emotionen entwickelt hatte, was Baba als Durchbruch in der künstlichen Intelligenz betrachtete. Er wollte diesen Erfolg für sich behalten, entfernte den Eurochip aus James und befestigte ihn an einem anderen von ihm geschaffenen Roboter. Danach brannte er das Labor nieder und floh von dort. Kato verrät, dass sie seit Jahren nach dem Professor suchen, um ihn zu verhaften. Als Ken all dies hört,
nimmt er Katos Auto und eilt zurück, um seinen Freund zu retten. Im Haus versucht Baba, den Eurochip aus Tang zu entfernen, doch der verängstigte Roboter rennt vor ihm davon. Ken kommt kurz darauf an und geht direkt ins Labor. Er schafft es, Tang zu finden, und die beiden versuchen zu fliehen, doch Baba schließt schnell alle Türen mithilfe seines Computersystems. In diesem Moment kommt auch Kato an, doch er bleibt draußen stecken und kann nicht ins Labor gelangen. Daraufhin informiert Baba Ken, dass er ihn die ganze Zeit über die Kamera des Roboters beobachtet hat. Er nennt ihn einen Versager, der in der Vergangenheit feststeckt und nicht in der Lage ist, für seine Familie zu sorgen. Baba enthüllt daraufhin seinen bösen Plan, die Intelligenz des Roboters zu nutzen, um der mächtigste Mann der Welt zu werden. Anschließend nähert sich der Professor Tang mit einer Axt, aber Ken stellt sich ihm in den Weg. Baba fragt sich, warum Ken einem Roboter hilft, der nichts weiter als eine Maschine ist. Doch Ken entgegnet, dass Tang sein Freund sei. Der Professor gefällt diese Antwort nicht und greift ihn mit einem Roboterarm an. Doch Ken und Tang arbeiten zusammen und schaffen es, den Arm an sich zu reißen. Am Ende schlägt Ken den alten Mann mit demselben Arm nieder und schlägt ihn bewusstlos. Doch gerade als es scheint, dass die Gefahr abgewendet ist, fällt ein schwerer Schrank in der Nähe um und Tang wird darunter begraben. Ken eilt, um den Roboter zu retten, bemerkt jedoch, dass dessen Treibstoff ausläuft und er sich nicht mehr bewegen kann. Ken versucht, die Treibstoffröhre zu wechseln, doch Tang wacht immer noch nicht auf. Als er erkennt, dass er das nicht allein schaffen kann, ruft er Kato per Video an. Dieser instruiert ihn zu prüfen, ob das Kabel, das zur Batterie führt, verbunden ist. Das Kabel ist gebrochen, also nimmt Ken ein Werkzeug in der Nähe, um es zu reparieren. Anschließend weist Kato ihn an, die Haupteinheit anzuschließen. Es gibt zwei Steckplätze und Ken fragt, welchen er verwenden soll. Doch Kato sagt, dass nur Baba dies weiß. Er warnt, dass ein Kurzschluss entstehen könnte und Tang dadurch zerstört wird, wenn Ken die falsche Wahl trifft. Dies bringt Ken in eine verzweifelte Lage. Und er fragt sich, ob er es wagen soll. Die Erinnerung an die Operation seines Vaters kehrt zurück, aber Ken sammelt all seinen Mut und wählt schließlich einen der Steckplätze. Seine Wahl erweist sich als richtig und der Roboter beginnt bald wieder aufzuwachen. Doch es scheint, als hätte Tang all seine Erinnerungen verloren und stellt sich nun als James vor. Ein niedergeschlagener Ken erzählt dem Roboter, dass sein Name Tang ist und schildert ihm die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben und in diese Situation geraten sind. Überraschenderweise bringt dies Tangs Erinnerungen zurück, was darauf hindeutet, dass er Gefühle empfinden kann. Schließlich nennt Tang Ken bei seinem Namen und sagt, dass er ihn liebt. Ken ist überglücklich, dies zu hören und antwortet, dass er Tang ebenfalls liebt. In der nächsten Szene kommen mehrere Polizisten im Haus an und verhaften Professor Baba. Ken kehrt anschließend mit Tang nach Hause zurück und findet seine Frau vor, die gerade gehen will. Ken bemerkt, dass sie die antike Uhr seines Vaters repariert hat, was ihn sehr glücklich macht. Er möchte sie nun davon abhalten zu gehen, hat jedoch Angst, etwas zu sagen. Daher spielt Tang eine aufgezeichnete Nachricht von Ken ab, in der er sagt, dass er wieder Arzt werden und die Vergangenheit hinter sich lassen will. Er drückt seine Entschlossenheit aus, ein besserer Mensch zu werden und seine Frau zurückzugewinnen. Als Emmy all dies hört, wird sie sehr emotional und beschließt, ihrem Mann zu vergeben. Ken entschuldigt sich unter Tränen für alles und verspricht, ein besserer Ehemann für sie zu werden. Der Film endet schließlich damit, dass das Paar einen leidenschaftlichen Kuss teilt, während sie Tangs Augen mit einem Tuch bedecken.